Herzlich willkommen, liebe Zuschauerschaft und Burgbesatzung. Ja, manche von euch werden sich jetzt fragen, ob das hier ein Déjà-vu ist, denn die Demo, die auch aktuell wieder verfügbar ist zu The Darkest Files, zu diesem Spiel hier, die habe ich bereits letztes Jahr gespielt. Es gab insgesamt 7 Folgen. Die Playlist verlinke ich auf jeden Fall in der Videobeschreibung und auch oben rechts im Video. Ja, warum zeige ich das hier nochmal? Es gab natürlich jetzt einiges an Zeit, an Entwicklungszeit, die nochmal in das Spiel reingegangen ist. Auch die Demo wurde überarbeitet. Das seht ihr hier allein schon an der Sprache des Spiels, denn die Demo ist jetzt in deutscher Sprache, in deutscher Textsprache, sollte ich sagen, verfügbar. Das heißt also, das Audio bleibt tatsächlich in Englisch. Das hat verschiedene Gründe der Verbreitung des Spiels, der Zugänglichkeit auf dem internationalen Markt. Also es soll ja kein Spiel sein, was jetzt nur irgendwie für deutschsprachige Personen irgendwie verfügbar gemacht wird, sondern eben auch international von vielen genossen werden können soll und unterhalten werden soll. Und zugleich wurden aber auch in der Demo Veränderungen gemacht. Die Demo ist ein bisschen komprimierter geworden. Es geht immer noch um den gleichen Fall natürlich. Es soll ja nicht irgendwie jetzt diverse Fälle vorgespoilert werden natürlich. Aber wir kennen uns schon ein bisschen aus mit diesem Fall. Jetzt aufgrund hier meiner bestehenden Playlist, diesem angespielt der ersten Demo. Und dann gab es noch eine zweite wichtige Entwicklung, und das seht ihr unten rechts schon. Es gibt eine Kickstarter-Kampagne, die im Frühjahr vor kurzem gestartet wurde, im März 2024, und die jetzt noch bis zum 18. April 2024 weitergeht, und die kann ich euch nur sehr ans Herz legen. Schaut euch das gerne mal an und unterstützt dieses Spiel auch. Ich habe das auch getan. Denn ich finde das sehr wichtig. Es geht darum unter anderem um die Finanzierung eines Ports auf die Nintendo Switch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aber auch um andere Dinge und um bestimmte neue Inhalte freizuschalten und so weiter und so fort. Denn diese Grundfinanzierung, auch die jetzt zusätzliche Kickstarter-Finanzierung, ist wichtig, um ein möglichst rundes Spielerlebnis am Ende in einer finalen Version präsentieren zu können, denn dieses Spiel, ist ja nun wirklich ein Unikum in der Hinsicht, dass es ein sehr, sehr ungewöhnliches Thema anspricht und auch, dass es, wenn man so will, vom Gameplay her auch ungewohnte, seltene Wege geht. Es hat sich natürlich Vorbilder genommen, die benennen die Entwickler auch. Vorbilder kennt ihr sicherlich auch, die Ace Attorney-Reihe. Dann so Spiele wie Obra Dinn, falls ihr das mal gesehen oder gespielt habt, auch ein ganz faszinierendes Spiel. Und da geht es immer um Rekonstruktionen vergangener Ereignisse, um Ermittlungen und natürlich auch um Gerichtsverhandlungen, siehe Ace Attorney und Co. Und solche Spiele gibt es relativ selten, weil es nicht ganz einfach ist, narrativ und vom Gameplay her die Sachen gut zu konstruieren, diese Fälle gut zu konstruieren, dass man die ganze Zeit mit Spannung dabei bleibt, dass es gewisse Hinweise gibt, die nach und nach sozusagen sichtbar oder deduzierbar werden für die Spielerinnen und Spieler. Und es ist gar nicht so einfach, daraus ein richtig gutes Spiel zu machen. Ich habe aber den Eindruck, dass die Entwickler Paint Bucket Games hier auf einem sehr, sehr guten Weg sind, dass sie da Best Practices, sagt man im Englischen, also wirklich gute Vorbilder sich genommen haben und jetzt auch nach und nach in das Spiel integrieren. Die Demo ist noch zugänglicher geworden und damit auch das Spiel. Das merkt man an einigen kleinen Stellen im Spiel auch immer wieder. Ich habe die Demo bereits kurz angespielt und auch schon zu Ende gespielt. Also ich bin jetzt quasi ein bisschen für diese Version der Demo gespoilert. Aber das ist gar nicht schlimm. Lasst uns mal einsteigen, liebe Leute, denn den Fall kennen wir ja schon. Aber naja, die Spezifika sind auch noch irgendwie gleich von der Story her. Aber die Präsentation und die Art und Weise, wie wir mit der Spielwelt interagieren, das hat sich auf jeden Fall etwas geändert. Allein schon die Art und Weise, wie hier eingestiegen wird. Wir werden nicht mehr insgesamt 3 Zeugen befragen, sondern am Ende jetzt nur noch einen. Und ihr werdet gleich sehen, warum. Wir kriegen nämlich gleich am Anfang schon eine kleine Zusammenfassung, sodass wir weniger
weniger Arbeit, weniger hin und her laufen zu tun haben jetzt in dieser Demo, aber dafür umso mehr Interessantes hier im Gameplay sehen. So habe ich das jetzt interpretiert und wir kriegen auch schon am Ende einen kleinen Vorausblick, wie Gerichtsverhandlungen laufen und was bei Gerichtsverhandlungen dann zusätzlich als Gameplay-Elemente hinzukommen und dass es tatsächlich möglich ist, dass man vor Gericht besser oder schlechter abschneidet. Und dass man wirklich sich Mühe geben muss, bestimmte Hinweise auch miteinander zu kombinieren. Aber ich will es nicht vorgreifen. Wir starten einmal die Demo, damit ihr auf dem neuesten Stand seid, was das Spiel und seine Entwicklung angeht. Ja, ich habe hier natürlich schon Speicherstand angelegt. Wir machen aber einen neuen. Und wir gehen auf den Ermittlermodus. Es gibt hier also zwei Möglichkeiten. Das wird auch im späteren Spiel dann so sein, dass man einen etwas schlanker gestalteten Story-Modus hat, wenn es allein auf die Geschichte gehen soll, und einen Ermittlermodus. Ich kann euch schon sagen, wenn das Spiel rauskommt, ich werde definitiv im Ermittlermodus spielen, weil ich mag es einfach, diese ganzen Hinweise ausführlich zu studieren, kleine Hinweise abzuleiten, sich kleine Notizen zu machen und dann hoffentlich nachher zu richtigen Schlussfolgerungen zu kommen. Das wird eine der großen, spannenden Geschichten hier in den Fällen jeweils werden, weil allein mit den Zeugenaussagen immer wieder Widersprüche entstehen, unbeantwortete Fragen, die man mit anderen Recherchen irgendwie ergänzen muss. Und das macht einfach unglaublich viel Spaß, selber diese Ermittlungen dann durchzuführen und eine stichhaltige Theorie zu entwickeln, was dort in den Fällen jeweils passiert ist. Also, legen wir mal los. So, ja, ein kleiner Vorabhinweis. Ereignisse in unserem Spiel beruhen auf wahren Verbrechen, die während der Nazizeit begangen wurden und in der jungen Bundesrepublik Deutschland verfolgt wurden. Mit Ausnahme von Fritz Bauer sind die Namen aller Beteiligten geändert worden. Eventuelle Ähnlichkeiten mit existierenden Personen gleichen Namens sind rein zufällig. Ja, Fritz Bauer, wenn ihr den Namen noch nicht gehört habt, das ist also ein ganz berühmt-berüchtigter Staatsanwalt aus der Ära der jungen Bundesrepublik, der eben ja so ziemlich als, ich glaube, einziger Fälle gegen Nazis verfolgt hat aus der Nazizeit, die in den meisten Fällen, wie auch jetzt in unserem Fall beschrieben wird, kurz nach dem Krieg einfach abgelegt oder eingestellt wurden, weil man gesagt hat, ja, das scheint schon alles richtig gelaufen zu sein, da wurde halt jemand in den Wald gebracht und erschossen, weil er irgendwie Kommunist war oder so. Und solche Fälle wurden ganz schnell verworfen. Man hatte bei den Behörden ja auch ein grundsätzliches Problem. Bei den Justiz- und Polizeibehörden sind relativ zügig nach der eigentlichen durch die Alliierten herbeigeführten Entnazifizierung dann doch zügig wieder die Leute an die alten Positionen eingesetzt. Und zwar sehr, sehr durchgängig. Das heißt also, die alten Nazi-Richter und die alten Nazi-Polizeichefs zum Beispiel und die oberen Ränge waren relativ zügig auch schon in den 50er Jahren und fortfolgende besetzt mit alten Nazis. Und das ist natürlich ein Problem, weil die werden sich natürlich nicht gegenseitig dann nachher verfolgen oder ihre Kumpels oder ihre Bekannten aus Partei und irgendwelchen anderen Nazi-Organisationen. Dementsprechend war Fritz Bauer in dieser Zeit sehr unbeliebt, auch darauf nimmt das Spiel nachher noch Bezug. Seine Tätigkeit wurde dann so, ja, so eine Art Nestbeschmutzer-Tätigkeit häufig geframed, sagt man im Neudeutschen, also gerahmt auch in Teilen der journalistischen Zeitungen und so weiter, wurde immer wieder Bericht erstattet in meistens negativer Art und Weise. Also, und wir als Staatsanwältin Esther Katz, wir sind jetzt eine junge Frau, die für ihn arbeitet und den ersten Staatsanwaltschaftsjob unter ihm annimmt. Also wir sind in einer durchaus sehr, sehr schwierigen Position, dass eigentlich mehr oder weniger viele Ex-Nazis und auch Teile der Bevölkerung eigentlich komplett gegen das sind, was wir da beruflich tun. Und wir aber trotzdem uns irgendwie der Wahrheit verpflichten, solcherlei Fälle aufzuklären. Ganz, ganz spannendes Konzept und ganz viel Spannungspotenzial, das natürlich da drin steckt. Frankfurt, West Germany, 1956. 11 years after the end of World War II, many crimes of the Nazi era still go unpunished. The perpetrators of these crimes are walking free. Many judges, prosecutors, and police officers have already served under the Nazis. Now they have no interest in prosecuting their former comrades for actions similar to their own. For the victims of these crimes, this is unbearable.
To end this, Attorney General Fritz Bauer establishes a special unit of young prosecutors with no ties to the old regime. I am Esther Katz. I am one of these prosecutors. We are investigating Nazi crimes and bringing perpetrators to justice. Not to avenge, not to heal, but to show that there are laws that apply to all. It doesn't make us popular. Most want to forget. Some want us to shut up. But they cannot stop us. Nothing belongs to the past. Everything is still present and can become the future again. Previously on The Darkest Files. Miss Katz, welcome to the front line. I believe I have the perfect case for you to start with. Hans Naumann, an older gentleman, shot just before the end of the war. According to the victim's wife, her husband was taken by uniformed men for no reason. I suggest you invite the widow to give a statement. Mrs. Naumann just arrived. I showed her to the conference room. I know it's not easy, but please take me through the day your husband was taken. It was in April 45, only days before the Americans came. Hans was upstairs when the doorbell rang. There were two men. Hans came down and asked them what they wanted. Then everything happened so fast. The small one said they'd let him go if our son would turn himself in. Then they just herded him out, like an animal. This was the last time I saw him alive. Hans was innocent. They killed him, and that's murder. No matter what they call it. Please, Miss Katz, will you find the man? Paula, I need you to invite a potential witness. Of course. Who should I reach out to? Please invite Mr. Kiebitz. Der erste Verdächtige. Ihr seht also, wir starten diesmal etwas später in den Fall. Wir sind ursprünglich mal im September gestartet, als noch die alte Demo verfügbar war, und haben dann Ludmilla Naumann, also die Witwe des verstorbenen Hans Naumann, selbst vernommen damals. Das wurde jetzt uns so ein bisschen zusammengefasst und vorangestellt, sodass wir wissen, was aktuell eigentlich Phase ist. Und wir können jetzt selber weitermachen. Also ich sagte schon, die Demo ist jetzt ein bisschen komprimierter. Das finde ich eigentlich ganz gut so, weil sie sich relativ schnell durchspielen lässt und trotzdem einen guten Eindruck vom Spiel vermittelt, ohne jetzt irgendwie viele Stunden lang vom Spiel irgendwie vorauszuspoilern. Finde ich eigentlich sehr, sehr smart jetzt gemacht. Es gibt Tutorials. Ich weiß gar nicht, ob das bei der ersten Demo auch schon der Fall war. Die werden wir jetzt aber überwiegend erstmal ignorieren. Und euch fällt vielleicht gleich schon auf, es gibt jetzt ja mehr interagierbare Objekte hier in den Spielumgebungen. Das liegt natürlich daran, weil jetzt noch mehr Entwicklungszeit ins Spiel geflossen ist. Looks more like somebody's home than a prosecutor's office. Genau, manchmal sind das einfach nur so ein paar Kommentare, die gemacht werden hier in unserem Büro sozusagen. Aber es gibt natürlich auch wieder, das gab es auch schon in der ersten Demo, wenn wir quasi in der Zeit reisen, während einer Zeugenvernehmung und uns in den Raum vor Ort begeben, wo das quasi passiert ist, was gerade geschildert wird. Insbesondere dieser Bierbraukeller der lokalen NSDAP-Ortsgruppe. Dann werden wir natürlich auch wieder Objekte zum Interagieren haben. Archive. Not where I should be now. Es wird wahrscheinlich irgendwie ein Archiv geben mit vergangenen Fällen, nehme ich mal an, wo man sich irgendwas im Nachgang anschauen kann. Ja, wir sehen hier draußen wieder hier Frankfurt, Kaffee selten. Da hinten steht, glaube ich, Hein und Schein. Fotograf Schulz. Also wir sehen schon hier sehr schön, wie das nachempfunden wurde. Aber wir sind ja hier, um zu arbeiten. Good morning, Miss Katz. Miss Katz, is there anything I can do for you?
Ja, das ist Paula, unsere Assistentin. Auch die kennen wir schon. Wir fragen sie mal nach Dokumenten. Paula, any new files for me? I left them on your desk, Miss Katz. Yesterday's transcript is also attached. If you could please read it to see if everything is correct. Okay. Did anybody call me while I wasn't here? Oh, and there was a call for you. Asked for you to call back. I wrote down the number, left it with the files. I'm afraid he didn't give a name. An older man, I'd say. Sounded very proper, even if he did ignore my questions. That will be all for now. Thank you, Paula. Always happy to help. Alles klar. Dann machen wir uns mal auf hier. Staatsanwältin Esther Katz, das ist unser Büro. Auch das kennen wir schon. Die Tür werden wir natürlich schließen hier, um unsere Ruhe zu haben. Ja, und jetzt sind wir hier bei unserem Schreibtisch und gucken mal, was hier drin liegt. Also, Notizen von Paula. Der erste Zeuge wird im Laufe des Tages ankommen. Ich habe einige Dokumente zu ihrer Akte hinzugefügt. Und außerdem hat ein Mann für sie angerufen und eine Nummer hinterlassen. Leider hat er aufgelegt, bevor ich seinen Namen erfahren konnte. Bitte fragen Sie, falls Sie noch was benötigen. Paula. So, Notizbuch. Das gucken wir uns auch gerade schon mal an. Also, in unserem Notizbuch stehen die wichtigsten und verschiedene andere Aufgaben. Das haben wir auch so schon kennengelernt, glaube ich, in der ersten Version der Demo. Übersicht über die Personen, die wir bislang kennengelernt haben. Und natürlich auch über die Personen um uns herum in diesem Team hier. Christoph Wohlmuth, erinnert ihr euch vielleicht noch dran, und Simon Peters. Dem werden wir auch noch begegnen, unsere Eltern Georg und Frieda Katz. Und ein kleines Glossar mit den wichtigsten Begriffen, die uns hier unterkommen. Also was sind so Dinge wie ein Blockleiter, was bedeutet Beihilfe, was ist das Berlin Document Center und so weiter und so fort. Ihr seht, das ist schon ganz schön umfangreich, aber auch eben wichtig, falls man sich hier nochmal einen Überblick verschaffen will, vielleicht zu dem Thema noch gar nicht so viel Wissen mitbringt, dann kann man sich hier nochmal einige Sachen genauer durchlesen, um mehr Verständnis zu bekommen. Also, das Spiel und die Demo hat wirklich mehr Zugänglichkeit bekommen. Jetzt gucken wir uns mal unsere Fallakte an, beziehungsweise das hätten wir auch jetzt hier direkt am Tisch machen können, können wir aber auch von überall her. Es gibt diese verschiedenen Kategorien und insbesondere das Vernehmungstranskript mit Ludmilla haben wir hier. Was genau geschehen war? Zwei uniformierte Männer kamen an der Tür. Einer war klein und trug eine Brille, der andere war ein bisschen größer und kräftiger. Er trug ein Abzeichen mit zwei goldenen Streifen am Kragen. So, dann fragen wir, was wollten die Männer? Und sie sagte, sie richteten eine Waffe auf mich und fragten nach meinem Mann. Hans kam an die Tür, der kleinere Mann durchsuchte die Wohnung. Dann bestanden sie darauf, dass Hans zu den Verhören mitkommen müsse. Der kleinere Mann schnappte sich Hans und sagte zu mir, keine Sorge, sobald ihr Sohn sich stellt, kann ihr Mann gehen. Sie schoben Hans aus der Tür, ich habe ihn nie wieder gesehen. Haben Sie versucht herauszufinden, was passiert war? Ja. Mein Sohn Jan und ich haben versucht, ihn zu finden, aber in den letzten Kriegstagen herrschte das reinste Chaos. Erst nach fast zwei Wochen erhielten wir die Nachricht, dass man seine Leiche in einem Wald in der Nähe gefunden habe. Ja, hier ist die Familie Jan, der junge Sohn oder jüngere Sohn, der schon 77 Jahre alte Hans Naumann und seine Frau Ludmilla sind hier eben sichtbar. Und ihr seht schon, was jetzt hier hinzugekommen ist bei diesen Dokumenten. Man kann jetzt hier Lesezeichen setzen, um schneller auf einzelne Dokumente zuzugreifen, denn ihr merkt natürlich, da kommt jetzt einiges hinzu vom Umfang her. Und man kann sich hier auch bestimmte Markierungen setzen, wichtige Dinge markieren mit einem Ausrufezeichen in Rot oder mit einem Fragezeichen in Blau. Und man kann einzelne Dokumente an irgendwelche Stellen auch mit irgendwelchen Ziffern zum Beispiel hier ausstatten, sodass man die dann auch schnell wiederfinden kann und sich im Lesezeichenbereich noch schneller anzeigen lassen kann und so weiter und so fort. Genau. Das sind Markierungen. Ich weiß gar nicht, gibt es hier noch mehr? Nee, man kann die Markierung nur ausblenden. Okay. Ist aber wirklich ganz hilfreich. So, wir haben nämlich hier vom alten Fall noch einen alten Polizeibericht. Das Polizeirevier hat an die Staatsanwaltschaft hier so eine Zusammenfassung geschrieben. Und. Es gibt dieses Vernehmungsprotokoll mit dem Zeugen Herbert Schwarz, der inzwischen schon verstorben ist, der hier den Befehl gegeben haben soll zur Hinrichtung von Hans Naumann und. Also ihr seht, hier ist wirklich ganz viel jetzt auch übersetzt worden. Das war vorher alles auf Englisch, ist eben jetzt in deutscher Sprache verfügbar.
Und die Sachen können relevant sein, vieles davon wird wenig relevant sein oder nur an bestimmten Stellen im Fall. Aber man sollte die Sachen im Hinterkopf behalten. Auch wichtig sind so Hintergrunddokumente, wenn zum Beispiel gesagt wird, der hatte einer zwei goldene Streifen am Kragen, dann wissen wir zum Beispiel, zwei goldene Streifen würde hier Local Group Leader bedeuten. Also der Ortsgruppenleiter der NSDAP, das wäre in diesem Fall der Faltmann gewesen. Das wissen wir schon aus dem Kontext dieses Falls hier. Somit kann man sich erschließen, okay, das war also der Ortsgruppenleiter und der Bezirksleiter oder wie er hier genannt wird, der eine Stufe drüber steht von diesem District Office. Der hat den Befehl zur Erschießung angeblich gegeben und der hatte den Namen Schwarz. Und so kann man so ein bisschen hier die Befehlskette nachvollziehen bei diesen NSDAP-Leuten und so weiter und so fort. Und solche Kontexte haben wir hier überall und die können ebenfalls unterstützend wichtig werden. Hier haben wir nochmal eine Übersicht und ein Bild, wo wir wissen, okay, Alfred Faltmann, dieser Ortsgruppenleiter, das ist er hier. HK, das ist der Hermann Kiebitz, der jetzt eingeladen ist als erster Zeuge. Das ist dieser etwas untersetztere Mensch. Das könnte zum Beispiel dann die kleine Person gewesen sein, die laut der Aussage von Ludmilla Naumann zusammen mit vermutlich dem Ortsgruppenleiter, so war ja die Beschreibung mit den zwei goldenen Streifen, das wäre dann er hier, ihr einen Besuch abgestattet hat und dann Hans Naumann in Geiselhaft bzw. in Verhörhaft genommen haben. Das hier mit der dunkleren Uniform, das dürfte der Bezirksleiter hier sein, Schwarz. Und das hier KS, das ist Karl Schickert, über den wissen wir noch relativ wenig. Da wird sich aber dann gleich Hermann Kiebitz noch zu äußern zu dem in despektierlicher Form. Und welche Rolle er spielt, das haben wir in der ersten Demo dann auch in einer Zusatzbefragung hier rausgefunden, dass es hier ganz große Unstimmigkeiten zwischen den beiden Zeugenaussagen zwischen Hermann Kiebitz und Karl Schickert gab. Und dann am Schluss haben wir dann in einer Voraussicht hier noch eine Mini-Begegnung mit Alfred Faltmann gehabt, der sich als ganz schöner Hardcore-Nazi rausgestellt hat. Wem man jetzt glauben kann und alle lügen irgendwie vor sich hin, alle wollen sich als widerständig offensichtlich inszenieren, haben wir auch schon gehört, obwohl jeder so seine Tat bei, seinen Anteil an der Tat gehabt hat. Obwohl natürlich der Hauptbefehl vom verstorbenen Herbert Schwarz ausgegangen ist, weil der ist eben dieser Bezirksleiter gewesen. Aber naja, die anderen haben eben mitgemacht. Die Frage ist, wer hat geschossen? Wer hat den Befehl zum Erschießen gegeben? Wer wollte das nicht umsetzen? Wer hat sich gewehrt? Wem wurde gedroht mit der Gestapo und sowas? Das werden wir gleich von Hermann Kiebitz hören. Der hat da eine ganz eigene Theorie, die aber vermutlich auch nicht ganz der Wahrheit entsprechen muss oder wird. Gut, Vernehmungsprotokoll, das hatten wir schon. Das sind also erstmal die wichtigsten Übersichten. Und jetzt rufen wir mal bei der mysteriösen Person an, die uns hier Who do I wanna call? Angerufen hatte. Die Nummer, die Paula aufgeschrieben hat. Father, I didn't expect you'd call me here. Oh, Esther, my dear, so good to hear you. Did you settle in all right? Ja, ich bin gespannt. I have great colleagues. Well, most of them. And I believe I can do a lot of good here. I see. Esther, there's something I want to discuss. Do you remember our little talk? It must have been last month. Nicht schon wieder. Ja, ich glaube, sie ist so ein bisschen, ja, sie weiß, was er anspricht. Es geht um ein Jobangebot. Is this about that job at your friend's firm? Bergmann, was it? Bergmann, Kranich and Partners, yes. Bergmann is one of my oldest friends. Family law, very respectable. Ja, aber naja, ich habe jetzt ja schon einen Job, offensichtlich gerade angefangen. I'm afraid I'm not looking for another job right now. Unfortunately, I know. It's why I have to do it. Esther, let me be very frank with you. I'm proud of you. I really am. A prosecutor at your age, with the view on women on our line of work being what it is. I'd have to be a fool not to. But your mother and I, we are worried. Do you have any idea what they say about Bauer? Ja, manche Leute hassen ihn auf jeden Fall. There are those who hate him. It means he's on the right track. Ah, to be young and so naive again. He's hated.
defeated because he's on a witch hunt. Listen to your father. Leave. Nothing good will come from this. Also, ich, so nett das ist, dass unser Vater sich um uns in Anführungsstrichen kümmern will, aber es ist natürlich sehr patronalisierend, ne? Also, ich denke, Esther weiß selber Bescheid, was sie für Entscheidungen trifft. Sie hat ja nicht umsonst gerade hier angefangen. Das scheint ja eine Gewissensentscheidung zu sein und keine aus der Not heraus oder irgendwie erzwungene Entscheidung. Von daher ist sie, glaube ich, selbstbewusst genug, das zu entscheiden. I make my own decisions now, Father. No, no, Essie. I must apologize. I did not mean to get so passionate about this. I'm just worried. You don't know how important one's reputation is. And if people start to associate you with that man, I just want what's best for you, Essie. I know that. I'm proud of you. I know I already said that, but I really am. Like you can't imagine. Gut, dass er sich Sorgen macht, kann ich verstehen. Aber da jetzt irgendwo im Familienrecht zu vergammeln, ja, ich weiß ja nicht, irgendwie mehr Gutes können wir hier eben bewirken. Das kann ich schon gut verstehen, dass sie das auch antreibt. So, Frankfurter Stimme, unabhängige Tageszeitung. Bauers Hexenjagd. Wenn wir hier gestört werden, dann müssen wir mal kurz gucken, wer das ist. Mr. Bauer wants to talk to you. Oh, any idea why? I am sure he just wants to hear the latest update from you. He also said he wants to make sure you are properly prepared. Properly prepared? What does he mean by that? I have a hunch, but it's best to ask him that yourself. Thank you, Paula. I'll be joining him in a minute. Genau. Also was hier so ein bisschen gleich sich zeigen wird in der Demo, finde ich auch ganz gut. Das Pacing zwischen den ganzen Gesprächen und Interaktionsmöglichkeiten wurde im Vergleich zu dieser ersten Variante der Demo von letztem Jahr noch einmal stark überarbeitet in einer guten Art und Weise, finde ich. Nämlich, dass man jetzt halt Gespräche führt, wenn sie sinnvoll sind und nicht laufend guckt, oh, kann ich mit dem jetzt noch was Neues besprechen, dann latsche ich wieder zu dem ins Büro oder zu Herrn Bauer ins Büro oder was auch immer, sondern dass das jetzt ein bisschen mehr in Anführungsstrichen geführt wird, aber damit auch ein bisschen mehr Sinn ergibt und das ganze Pacing verbessert. Also das finde ich eine sehr gute Änderung, dass Herr Bauer uns jetzt hier noch einen Tipp offensichtlich geben will. So, aber wir waren hier bei dem Zeitungsartikel. Also, Bauers Hexenjagd. Jetzt wissen wir auch, von wem unser Vater das vermutlich hat, diesen Begriff, ne? Das ist so typisch, irgendwo in einer Zeitung oder in einem Medienoutlet steht dann ein Begriff drin, wird irgendwie formiert und dann wird der weitergetragen in irgendwelchen Gesprächen und auf einmal sprechen alle von einer Hexenjagd von Bauer, weil eben ein journalistisches Blatt oder wahrscheinlich mehrere so ein Framing, würde man heute sagen, also eine Rahmung dieser Diskussion angefangen haben, die in eine ganz bestimmte, spezifische Richtung gehen, denn Hexenjagd, wisst ihr, ist ein historischer Begriff, der ganz schön aufgeladen ist und durchaus auch aufgeladen sein soll, um eben Bauers Arbeit zu diskreditieren. Und das wird hier im Text natürlich auch fortgesetzt. Unverantwortlich und der Stabilität des Staates abträglich. Mit diesen Worten beschrieben Abgeordnete im Hessischen Landtag letzte Woche Fritz Bauers Tätigkeit als Generalstaatsanwalt. Einige lokale Abgeordneten der CDU forderten seine sofortige Entlassung. Angesichts der Tatsache, dass mit jedem seiner unüberlegten Fälle mehr Menschenleben in Unordnung geraten, stellt sich die Frage, was wird der Preis für Bauers fanatischen Kreuzzug sein und kann Deutschland es sich leisten, ihn zu zahlen? Genau. Könnte sich auch gegensätzlich mal die Frage stellen, was ist eigentlich der Preis für das Verschweigen dieser ganzen vielen Ungerechtigkeiten während und vor der Kriegszeit unter den Nazis gewesen. Wer hat den denn eigentlich gezahlt? Und vergisst man diese Opfer jetzt einfach alle? Und es gibt noch hier diesen kurrilen Streit zwischen Japan und der UdSSR, auch historisch damals ganz aktuell. Also ihr seht schon, das ist natürlich ein Artikel, der stark in so eine Meinungsrichtung geht und hier mit der Hexenjagd dann auch zusammenpasst. Okay, aber wir werden jetzt mit Fritz Bauer sprechen, denn von ihm können wir sicherlich viel lernen. The witness is not in yet. I would go and meet Mr. Bauer first. Ja, das machen wir dann auch zum Generalstaatsanwalt Dr. Fritz Bauer. Hallo, Miss Kurtz. Any news regarding the Naumann case?
ja, unvorhergesehenes offensichtlich. And quite surprising ones. As it turns out, he wasn't even supposed to be arrested. The men were looking for his son, Jan Naumann. When they couldn't find Jan, they took Hans instead, the father. I assume that's what Miss Naumann told you. But are you sure she is telling the truth? According to the files, the man they were looking for had climbed up a flagpole, torn down a flag, and beaten up a block warden when he was caught in the act. Hans Naumann was 77 years old at the time. Of course, there are older men who are in good shape, but... Pulling down a flag and beating someone up seems unlikely. I understand. Yes. I see, but why did the man take him, if they knew he was innocent? Na, es klingt nach einer Geisel. Also wenn wir der Aussage der Ludmilla trauen dürfen, dann hat sie ja gesagt, dass er quasi als Geisel genommen wurde, in der Hoffnung, dass Jan sich dadurch stellen würde. According to Mrs. Naumann, they took him as a hostage. They were hoping his son, Jan, would surrender once he learned that they had his father. Highly illegal, even back then. Not uncommon, though. But why did they shoot the old man? Tja, das weiß ich noch nicht. Also ich glaube, wir haben bereits ein Dokument, was zumindest hochindizienmäßig darauf hindeutet. Es gab einen generellen Befehl an alle Deutschen, jetzt irgendwie im März 1945 Verräter sofort zu erschießen oder so. Also wir können es uns schon zusammenreimen, wie sie das gerechtfertigt haben, aber... Also richtig eindeutig klar ist es uns aber auch noch nicht wirklich. Dafür fehlen uns jetzt eben noch die Zeugenbefragung. That I don't know yet. But I believe this is definitely a case for us. It is indeed. We need witnesses. I'd start with the names mentioned in the files of the first investigation. I've already invited Hermann Kiebitz to join me later this afternoon. Excellent. Let's get this case to court, Miss Kutz. And be mindful of time. We do not have nearly enough of it here. Once you hear from all witnesses, we need to move to court quickly. Since you have never led a case before, I want you to be prepared. Mr. Peters has agreed to look over your shoulder and help you out. Present your findings, prove your claims. It will help you to familiarize yourself with the ins and outs of court. We cannot afford to fail at court, and preparation is the key to success. I'll do what I can. Genau, also werden nach der Befragung unseres Zeugen nämlich mit Peters zusammengehen und werden versuchen, eine stichhaltige Theorie zum Ablauf der Ereignisse zu präsentieren nach dieser Zeugenbefragung, was wir von dem eben hören. Und dann werden wir schon mal einen kleinen Einblick bekommen, wie das also vor Gericht nachher laufen wird, wo wir nur einen Versuch haben, es richtig oder falsch zu machen. Und die große Frage ist natürlich, wie, ja, welche Rückmeldung bekommen wir dann in dem Gerichtsfall, wenn wir zum Beispiel falsch liegen? Kann ein Gerichtsfall dann möglicherweise komplett verloren gehen? Oder ist dann quasi... Gibt es dann so graduelle Abstufungen, wie die Gerichtsentscheidung ausfällt? Hat das Auswirkungen auf unser Prestige und das von Bauer und der ganzen Staatsanwaltschaft hier? Da bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie sie das lösen, denn da hängt bei solchen Ermittlungs- und Gerichtsfallspielen immer ganz viel von ab, wie einfach oder schwierig das ist, diese Deduktionen vorzunehmen und was passiert, wenn man aus irgendeinem Grund etwas nicht richtig zusammenbringen kann, weil etwas, ja, weiß ich nicht, im Kopf noch nicht so richtig verdrahtet werden kann bei uns, damit wir die richtige Schlussfolgerung ziehen. Das wird noch eine ganz spannende Frage und das ist, glaube ich, auch einer der Kern, wahrscheinlich der Gameplay-Knackpunkte am Ende, wie gut das den Spielerinnen und Spielern vermittelt werden kann, ohne dass sie sich zu sehr an die Hand genommen fühlen. Also ohne dass wir jetzt den Eindruck haben, ah, das Spiel hat uns jetzt quasi schon vorgegeben, was wir tun sollen, sondern dass wir immer noch selber auf die Dinge kommen, auf die Schlussfolgerungen und wir uns dabei selber natürlich auch klug fühlen sollen und smart fühlen sollen, dass wir das eben rausgefunden haben und natürlich nicht irgendwie die Spieleentwickler da im Hintergrund irgendwelche Fäden ziehen müssen für. Das ist denke ich mal, eine der größten Herausforderungen. Das wird sehr spannend. Okay. I should meet with Peters.
Ja, wir werden jetzt mal kurz bei Peters vorbeischauen und ihn da schon mal drauf ansprechen. What? Bad time? Not like there is any other. But yes. Mr. Bauer told me we should work together. Right. The court preparations. Paula has already given me the protocols of yesterday's interrogation. I haven't got around to reading it yet. But there is no point discussing it before you've met the witnesses anyway. Peters. Katz? Thank you for thinking I'm a total beginner. Oh, you're welcome. Someone has to do it, since Mr. Bauer apparently overestimates your abilities. And while we're at it, don't forget to bring some evidence. I don't want us to improvise the whole thing. That's obvious, Peters. Good. As soon as you think you're ready, come by and we'll get it over with. What does she want now? Yes, Paula. Excuse me, Mr. Peters, but I have a message for Miss Katz. I'm listening, Paula. The witness you asked me to contact, Hermann Kiebitz, just arrived. Wie wirkt er? Ach komm, jetzt quatschen wir hier nicht im Büro. Das können wir sie höchstens direkt mal fragen, aber erstmal danken wir ihr. Thank you, Paula. I'll be right with him. Der Zeuge ist da. Juhu. Man kann übrigens jetzt auch hier in die Küche gehen, mal so ganz nebenbei. No, I'm good. Auf der Toilette müssen wir nicht. Hier ist. Ihr habt noch die Erinnerung vielleicht an die erste Version der Demo letztes Jahr. Da waren mehrere Zeitungen bei uns in der Dokumentenablage dann drin, sodass wir mehr Informationen auch über das Geschehen der Welt in der Zeit lesen konnten und so weiter. Da bin ich auch drauf eingegangen. Das ist jetzt so ein bisschen aufgeteilt. Also in der Küche haben wir hier so eine Zeitung und gleichzeitig auch, ne, können wir die hier lesen. Aber wir haben eine eigene Zeitung auch bei uns liegen. Das ist so ein bisschen entzerrt worden. Ist ein ganz kleines Detail nur, aber finde ich ganz sinnvoll, weil man wirkt nicht so überladen, wenn man das erste Mal ins Büro kommt. Das ist eine ganz smarte, kleine Entscheidung, um hier einerseits diese Umgebung glaubwürdiger zu machen, andererseits aber auch die Informationen trotzdem verfügbar zu halten, aber eben optional, dass die sich nicht so überwältigt fühlen, die Spielerinnen und Spieler. Does it just go all day long? Ich höre gar keine Musik. Ist das ein Bug? Not the cleanest of places. Ja gut, darum kümmern wir uns jetzt auch nicht. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Der Zeuge wartet auf uns. Also, der ist, glaube ich, hier drüben drin. Ja, dann legen wir mal los mit der Befragung. Good morning. My name is Esther Katz. A pleasure, miss. Could you tell me how long I have to wait for the prosecutor? Mr. Kiebitz, I'm the prosecutor here. Oh, modern times, I guess. How long will this take? Ja, wir beruhigen ihn Won't mal. Won't be too long. Good. So, let's get this over with. This is about the arrest of Hans Naumann in Munich on April 28th, 1945. According to a witness, two men picked up Mr. Naumann from his apartment. Were you one of them? You're pretty. You know that? Mr. Kiebitz. Were you one of those men? No, I wasn't. We drove to the house. Then our group leader and Mr. Schickert got out of the car to arrest the men. Then Aha. We tossed the old man into the car and headed to the district office. So, the district office. Where was it located? We just had moved it into the basement of an old brewery. Still stuffed with beer bottles and barrels. District Leader Schwarz came out and gave the command. So, jetzt können wir hier auch wieder ein Tutorial einschalten lassen. Das könnt ihr sicherlich selber machen. Hier geht es jetzt weiter mit der Interaktion. Bevor ich das mache, euch ist vielleicht schon aufgefallen, in dem Transkript der Befragung von Ludmilla Naumann hieß es, es wären zwei Personen bei ihr zu Hause vorbeigekommen, zwei NSDAP-Parteimitglieder. Das eine war eine untersetzte Person, mutmaßlich Hermann Kiebitz, und eine kräftigere, größere Person mit zwei goldenen Abzeichen. Das wäre vermutlich er hier gewesen, nämlich der Faltmann. Und jetzt sagt uns Hermann Kiebitz, naja, also abgeholt haben Hans Naumann, ja, der Ortsgruppenleiter, Faltmann, und der Schickert, dieser Typ hier. Und er selbst war gar nicht dabei. Und die Frage ist jetzt, warum, also das ist ja ein offensichtlicher Widerspruch. Wer lügt und wer erzählt jetzt die Wahrheit?
Und man bekommt hier den Eindruck, dass man Hermann Kiebitz hier mit den Aussagen wirklich nicht trauen kann. Das ist schon der erste Hinweis, dass hier irgendwas mit der Aussage nicht stimmt, schon an einem ersten Punkt, der bestimmt in diesem Fall noch sehr wichtig werden wird, weil es um zentrale Fragen geht. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Also, was hat er gesagt? What command? What did he say? He ordered us to execute the man. Then he left. I felt uneasy. This wasn't right. Eine neue Spur wurde dem Notizbuch hinzugefügt. Man kann also immer wieder hier auf diese Spuren. Leads to follow. Hier ist noch eine englische Übersetzung drin oder ein englisches Ding. Wer hat die Hinrichtung angeordnet? Wer gab den Hinrichtungsbefehl? Laut Kiebitz war es Schwarz. Und das macht auch Sinn, weil der in der Hierarchie der NSDAP eben der Bezirksleiter war. Und dementsprechend über dem Ortsgruppenleiter steht. Also wenn einer den Ursprungsbefehl gegeben hat, dann definitiv er. Und es gibt diverse Dokumente von verschiedenen Befragungen und Polizeiberichten, die das ebenfalls stützen, dass Schwarz diesen Befehl gegeben hat. So, wir können uns wieder umschauen hier. Und ja, das finde ich jetzt ganz interessant. Achtet mal auf die Anzeige oben links, wenn wir das hier ausführen. What were your local group's responsibilities in the very last days of the war? We were responsible for all concerns and for many households within Munich. Above all, we tried to eliminate insurgencies. Okay, jetzt kam oben links gar keine Benachrichtigung. Also das sind jetzt so zusätzliche Hinweise, die quasi die Aussagen so ein bisschen erweitern. Und in meinem ersten Durchgang kam oben links der Hinweis, dass meine Ermittlungs- oder irgendwie war das so formuliert, irgendwelche Fähigkeiten ansteigen würden. Es gab aber nirgendwo eine Übersicht, ob es da irgendwelche Level, also Stufen gibt von diesen Fähigkeiten. Ich bin mal gespannt, ob das nachher im Spiel irgendwie drin bleibt, ob das quasi so eine Art Mini-Rollenspiel-Element ist, dass man ja sozusagen mit mehr Deduktionsfähigkeiten vielleicht sowas wie eine Art Intuitionspunkt dann freischaltet, mit dem man dann bestimmte Hinweise offenlegen kann, auf die man selbst nicht gekommen ist oder sowas in der Richtung. Aber das weiß ich nicht. Da müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Finde ich aber komisch, dass das jetzt nicht mehr kommt. Vielleicht, weil ich schon den zweiten Spielstand angelegt habe und es kommt nur einmal. Vielleicht ist das auch ein Bug. Ich weiß es nicht. Aber das war auf jeden Fall beim ersten Mal gekommen. Hier können wir auch mit interagieren. Were there any other prisoners at that time? Obviously, yes. We had to put the traitor somewhere. We adapted part of the storage rooms as cells. Genau, sind gerade frisch umgezogen hier. So, und jetzt geht's aber erstmal hier weiter. We followed group leader Falkman to the cell. There was tension. Spannung. With the district office being a brewery, you helped yourself to the stocks? Of course not. How could you assume something like that? Ja, aber wirklich. May have had a drink or two, but never on duty. Nein, natürlich nicht. Wie glaubwürdig ist denn das, Leute? Also hier liegt Alkohol zur freien Verfügung herum. Das wurde akquiriert hier. Der will uns erzählen. Vielleicht war er selbst ein Abstinenzler oder sowas, aber andere? Were summary executions common? In those days, yes. Ja, genau. Das ist also historisch auch belegt, natürlich vielfach, denn diese Schnellverfahren, ihr müsst euch ja vorstellen, 28. April, die Kapitulation Deutschlands ist jetzt im Prinzip nur noch wenige Tage entfernt. Die Alliierten stehen also schon in Bayern. Die Westalliierten, ich weiß gar nicht, ob die zu dem Zeitpunkt dann schon dieses Treffen an der Elbe mit russischen, sowjetischen Offizieren schon gehabt haben. Die Rote Armee marschiert in Berlin ein bereits und kämpft dort in Berlin Ende April. Also das sind die allerletzten Tage des Nazi-Regimes und natürlich werden hier noch die letzten Verdächtigen oder sogenannten Verräter im Schnellverfahren ausgeschaltet. Das erstaunt mich kaum. Ein paar andere Dinge erstaunen mich gleich, wenn er darüber spricht, aber da kommen wir gleich zu. Erstmal haben wir hier noch okay, die Zelle öffnet sich. Was your local group in contact with other local groups? Just in Bavaria there were 28 local groups. We were in constant contact with them. Mhm.
we all entered the cell. Could you describe the cell? Very basic. Mattress, window, chair. So, wir können interagieren. Wir können auch hier noch was machen gleich. Das machen wir im Anschluss. What was Mr. Faltman doing? Group leader Faltman seemed to hesitate. He shared my concerns about killing the old sod. He told us to wait. So. Das ist schon mal eine interessante neue Spur. Denn wenn das stimmen sollte, hat er sich dem Befehl seines direkten Vorgesetzten des Bezirksleiters verweigert. Oder wollte das zumindest so tun. Da stellt uns sich natürlich uns die Frage, warum? Was für einen Grund könnte er gehabt haben, diesen Befehl zu verweigern? Das ist jetzt alles noch nicht klar. Das wird natürlich dann mit neuen Zeugenaussagen dann vielleicht ein bisschen klarer, ob das überhaupt stimmt oder ob das eine erfundene Geschichte ist. Yet Schickert insisted. He referred to that new order about dealing with insurgents. He was such a stickler for the rules. He could be really annoying about these things. What did he say? He insisted that any delay would constitute treason. And treason must be reported, he said. The refusal to obey orders would be of interest for the Gestapo. Faced with this open threat of being denounced, we did not dare to act. Das ist auch irgendwie so, also das wirkt mir tatsächlich alogisch. Also der Ortsgruppenleiter hat auf einmal moralische Bedenken und will den alten Mann nicht erschießen, was ja der direkte Befehl von Schwarz war, wie wir eben von ihm selbst gehört haben. Aber der dritte Mann im, oder vierte Mann im Bunde, der Schickert, der droht den anderen Kollegen mit einer Denunzierung bei der Gestapo, wenn man es nicht tun würde. Dann ist aber die Reaktion von Kebitz und Faltmann, anstatt dann zu sagen, ja gut, sie haben recht, also los, sagen sie dann, oh, wir haben uns nicht getraut, irgendwas zu machen, wir waren quasi paralysiert von der Drohung. Das ist alles so unglaubwürdig irgendwie. Das ist so ein lahmer Entschuldigungsversuch oder so ein lahmer Versuch, sich aus der sprichwörtlichen Schusslinie zu nehmen. Und wir hören auch gleich, wie es angeblich weitergegangen sein soll. The tension was strong. Group leader Faltman ordered us to wait once more. But Schickert drew his gun and shot him. Auch das, jetzt kommt mir gerade der Gedanke, wie unlogisch die Aussage von Kiebitz eigentlich ist. Er hat den Schickert einen Stickler for the Rules, also einen Regelpedanten sozusagen genannt. Und dann missachtet er einfach den Befehl seines vorgesetzten Ortsgruppenleiters und er schießt den Typen on the spot. Das ist so ein bisschen, hä? Also, da passt doch irgendwas nicht zusammen. Irgendwas stimmt hier nicht, liebe Leute. What weapons did the people present have? Standard issue equipment? We could wish. Those were the last days. We had almost nothing left. Rifles, pistols, ammunition. We had to use whatever was somehow left or what we managed to get out of the woods. Interesting. I should ask Paula if she can find any information about this. Mhm. Informationen zu den Waffen der Ortsgruppe. Das könnte auch noch relevant werden, weil natürlich die Frage ist, hatten alle Beteiligten Zugang zu einer Schusswaffe fürs Erschießen von Hans Naumann? Also, wie es jetzt von Hermann Kiebitz geschildert wurde, hatte Schickert eine Waffe, hat sie gezogen und gefeuert. Das heißt also, er muss eine Handfeuerwaffe, vermutlich eine Pistole gehabt haben, mit entsprechender Munition und hat das dann einfach gemacht. Was ich mir eher vorstellen könnte, wenn das stimmt, was Hermann Kiebitz sagt, also die Grundaussage ist ja, in diesen Endtagen des Krieges hatten wir kaum Waffen und Munition übrig oder zur Verfügung. Wo ich mir nicht sicher bin, wie realistisch das ist, aber das ist ja erstmal nur eine Zeugenaussage. Wenn das aber stimmen sollte, dann ist doch irgendwie vorstellbar, dass ein Kreis oder ein Ortsgruppenleiter der NSDAP definitiv eine Handfeuerwaffe gehabt haben mag, aber die untergebenen Mitarbeiter vielleicht nicht.
Was dann die ganze Theorie auf den Kopf stellt, weil wie soll Schickert dann einen Schuss abgefeuert haben, sollte er nicht eine Waffe bei sich gehabt haben. Ist jetzt alles Spekulation natürlich, die wir so vor Gericht nicht präsentieren können. Da bräuchten wir mehr Hinweise. Deswegen lässt Esther jetzt bei Paula das recherchieren. Was sehr, sehr smart ist, weil damit haben wir vielleicht einen neuen Hinweis, der sich auftut. Nämlich, wer hatte eigentlich Zugang zu Waffen und Munition und wer nicht. Were the compartments prepared to host prisoners? Kind of. We adjusted them, so our prisoner could stay there for interrogations and not get out. For how long were the prisoners held in these cells? Mostly around a week. Ja, da habt ihr eben in dem kleinen Fenster, was sich eingeblendet hat, auch gesehen. Vielleicht kommen Esther da auch schon Zweifel an diesen Aussagen hier. Mostly around a week, ja, hier 6 Striche. 6 Tage, 7 Tage, 5 Tage, vielleicht glaubwürdig, aber vielleicht waren es ja auch 2 Wochen oder 3. Ja, seit Anfang April oder so. Wer weiß, wie lange die hier verwahrt wurden. Können wir dieser Aussage trauen? Alles höchst fragwürdig. So, jetzt haben wir hier einen Stromkasten. How did you ensure the energy supply? The district struggled to produce enough energy. There were frequent power failures. For emergency, we had a generator. If worst came to worst, we used oil lamps. Okay, ganz schön fortschrittlich, aber nicht unvorstellbar, so ein Generator. They must have had petrol to run the generator or to destroy evidence. Auch das so ein kleiner Ermittlungsfaden, der sich jetzt hier noch nicht irgendwie im Notizbuch niederschlägt, aber wo ich jetzt persönlich mal nachfragen würde und auch nachrecherchieren würde, wie sieht's denn mit Verfügbarkeit von Benzin in den letzten Kriegstagen aus? Also jeder, der sich mal mit der Endphase des Zweiten Weltkriegs in Europa beschäftigt hat, der stößt immer wieder auf die Information, dass alle möglichen Fahr- und Flugzeuge von Wehrmacht und Luftwaffe kaum Benzin zur Verfügung hatten. Aufgrund der ganzen Produktionsproblematik, Fabriken zerstört, Raffinerien kaputt, Logistik immer wieder komplett zerstört worden oder unterbrochen worden von den ganzen alliierten Luftangriffen. Also, wie kommt so eine Ortsgruppe, eine von, wir erinnern uns, 28 Ortsgruppen allein in München, an genügend Bestand für das Betreiben eines Benzingenerators? Und ja, zur Not hatten sie noch Öllampen, okay, aber das könnte auch interessant sein, könnte auch irrelevant sein für den Fall, aber könnte interessant sein. Und ich finde, das ist auch eine Parallele zu der Frage nach der Verfügbarkeit von Waffen und Munition. Auch das ist ja in der Endphase des Krieges durchaus nicht einfach gewesen für die meisten Gruppen. Also sowohl für das Heer, für die Wehrmacht, als auch für die Luftwaffe, als auch für die Kriegsmarine, aber eben auch für die NSDAP-Gruppen selber. Also sowas wie die Partei, Gauleitung, Bezirksleitungen und Ortsgruppen. Wie sind die drangekommen? Dann gab es ja noch die SS-Einheiten, Waffen-SS-Einheiten und so weiter, die auch alle irgendwie bewaffnet wurden oder sich selbst bewaffnet haben. Auch die mussten irgendwie an Munition, an Treibstoff kommen, an Benzin. Wo kam das bitte alles her? Das sind so Fragen, die erstmal ein bisschen im Raum stehen bleiben. Aber das finde ich gut, dass jetzt schon auch sich einem aufmerksamen Beobachter diese Fragen stellen müssen. Und wir können noch weitere Fragen stellen. Hier zum Beispiel zum Büro von Schwarz. I think I'm still missing something. How did Mr. Schwarz's office look like? Quite fancy, given the circumstances. Leather chair, massive oak desk. District Leader Schwarz cared about showing off. Ach, guck mal hier, Medaillen, ein Porträt oder ein Foto vom Führer, ein Kalender, ja, April 45, die Reihen dicht geschlossen, zumindest in der Theorie. In der Praxis weiß man nicht, wie geschlossen das am Ende noch war. Was Mr. Schwarz involved in the execution? He gave the orders, but the members of the local group were responsible for carrying them out. Surely you can't expect a busy man like the district leader to attend every execution in person. There was no execution order in the files I got. If it exists,
I should check if I can get my hands on it. Mm-hmm. Did Mr. Schwarz even get to see the victim, Hans Naumann? Not entirely sure. He was in his office when we brought the perpetrator. The victim? The victim into a cell. If Schwarz didn't see the victim, did he know they had the wrong man? What did he know? Auch das interessant, weil der Schwarz ja schon verstorben ist jetzt. Die Frage ist, was wusste er überhaupt über diesen Fall, über die Vorwürfe? Was hat er darüber gedacht? So, hier können wir nicht mit interagieren, aber hier. What were Mr. Schwarz's responsibilities as a district leader? He was responsible for organizing relief measures for the party during air raids. Coordinating local groups, providing food and emergency quarters. He had also found the brewery for us and organized a move. Was auch interessant ist, weil einerseits funktionieren sie die Brauerei hier so als eine Art provisorisches Gefängnis- und Hinrichtungsort um. Andererseits sollen die irgendwelche Hilfsbereitschaftsprojekte unterstützen. Wie gelingt das denn parallel in diesen chaotischen letzten Kriegstagen? Klingt irgendwie alles nach einer Cover-Up-Story, ne? Nach so einer Verschleierungsgeschichte. Ja, wir haben uns um Hilfsprojekte gekümmert, damit die Zivilbevölkerung geschützt ist vor den ganzen Luftangriffen. Und in Wirklichkeit haben die wahrscheinlich nichts anderes gemacht, als irgendwelche Verräter aufzuspüren und im Schnellverfahren hinzurichten. So wirkt das zumindest auf mich. Wir gehen mal hier diese Hinweise von oben herab runter. How was your relationship to Mr. Schwarz? He treated me fairly and friendly. I learned a lot from him. How was working under Mr. Feldmann? Great. He was a good leader and a better man. It was a pleasure to work with him. Even though some people might have disagreed, we had our share of malcontents in the group. Mm-hmm. But he knew how to deal with them effectively. Interesting. I should ask Paula if she can find any information about this. Okay, neue Aufgabe. Also den Hinrichtungsbefehl recherchieren und sich mit Faltmanns Lösung für Querulanten zu befassen. Mhm. Denn das könnte ja diese Leute hier betreffen, ne? What were your responsibilities in your local group? Most of the time I accompanied District Leader Schwarz and drove him when he needed a driver. He knew how to convey power and discipline. Das zum Beispiel ist auch ein Widerspruch zu seiner vorherigen Aussage, dass... Also, nee, ist kein Widerspruch, stimmt nicht. Aber es gibt einen Widerspruch zwischen der Aussage, hatte ich schon angedeutet, von Ludmilla Naumann und seiner Aussage, nämlich wer Hans Naumann verschleppt haben soll. Denn er ist der festen Überzeugung, dass er immer hier beim Kreisleiter geblieben ist, denn er war offensichtlich der Fahrer, laut eigener Aussage von Schwarz. Und in Wirklichkeit seien eben der Kreisleiter Faltmann und er hier, wie hieß er denn noch gleich? Jetzt habe ich den Namen gerade wieder vergessen hier. Muss ich mal kurz selber nachschauen. Gott, dieses Namensgeschichten-Ding, da muss man wirklich sehr genau gucken. Hier steht es nicht drin. Ich glaube, bei der Fallakte können wir es kurz nachgucken. Wartet mal. Verdächtige. Genau, Karl Schickert ist das hier, dieser große, hühnartige Mann, der hier auch schon sichtbar wird. Das sollen die beiden gewesen sein, die da hingefahren sind. Aber das passt nicht zu der Aussage von Ludmilla, die gesagt hat, es war ein untersetzter kleiner Mann und ein stämmigerer. Das wären nämlich diese beiden wahrscheinlich gewesen. Dann frage ich mich aber auch, warum ist er denn mit dem Ortsgruppenleiter gefahren, wenn er doch gleichzeitig Fahrer für den Kreisgruppenleiter war? Also irgendwas stimmt mit diesen Aussagen nicht ineinander. Das ist auch ganz spannend. How did you and Mr. Schickert get along? He and I didn't have much to do with each other. We were just part of the same local group. He was no feast for the eyes. A cranky guy. Strange. Always strict with his work, but annoying from time to time. He was obsessed with Prussian virtues.
auch das, wenn das stimmen sollte, was Kibitz über Schickert sagt, warum missachtet er dann direkt einen Befehl des Ortsgruppenleiters und erschießt eigenmächtig Hans Naumann? Das will mir nicht zusammenpassen. Aber naja, das werden wir dann später vermutlich mal irgendwann herausfinden. Why did you relocate the office? Because of a big air raid. We wanted to be underground. We all thought we would be safe. Ja, das ist natürlich wiederum nachvollziehbar, denn diese Luftangriffe in den Endmonaten, also in diesen letzten 2-3 Monaten des Krieges, waren unglaublich zerstörerisch. Das macht also durchaus Sinn, dass die sich hier in diesen Keller haben, dass sie dorthin verlegt wurden. Okay. So what you are saying is, Schickert shot the old man against Mr. Feldmann's order? Exactly. That's horrible. These are brutal events you're getting to hear here. Are you sure you're up for it? Honestly, no one would think this is a job for a woman. What do you have to prove? I will file a formal complaint. Ja. Und? What would you like to complain about? About talking to you instead of a real prosecutor. I see. Well, if you think that's necessary, go ahead. Thank you for your time, Mr. Kibitz. Goodbye, Miss Katz. Ja, das war die Befragung und jetzt haben wir neue Dokumente verfügbar und einige Aufträge. Moment, I have something for you. Ja, und ich auch was für dich, Paula. So, I've done some digging beforehand. Yes? And found something potentially useful for you. The brewery's blueprint. I put it in your office on the corkboard. I thought it might help you to have more of a physical understanding of the crime scene. Genau. Das kennen wir auch schon aus dem ersten Teil oder aus der ersten Demo von letztem Jahr. Das hat sich aber auch ein kleines bisschen verändert. Das gucken wir uns also gleich nochmal an, diese Pinnwand. I need some additional files. Something specific? Ja. Wir brauchen Informationen zur Ausrüstung der Ortsgruppe. I need information on the equipment used by the local group. Weapons mainly. As bureaucratic as the NSDAP was, they must have kept some sort of record. Of course. I'll start looking. Anything else? Ja, Informationen zu Herrn Feldmanns Vorgehensweise. One of the suspects mentioned something interesting about Mr. Feldmann. Could you check if there was anything strange happening with his subordinates? Threats, blackmail, anything? Of course. I'll start looking. Anything else? Ja, die Geschichte zum Hinrichtungsbefehl. According to the suspects, the shooting was ordered by the deceased Mr. Schwarz. But I saw no copy of such an order in the original case's files. That's weird. I'll look into it right away. Anything else? Okay. Thank you, Paula, but achso, nee, das wollte ich gar nicht fragen, das wissen wir schon. Ich wollte. I think that will be it for now. I hope it can help you with the preparations for Mr. Peters. I'm sure it will. Thank you, Paula. Genau, wir gucken mal in das Notizbuch rein. Wir sollen jetzt den Tatort rekonstruieren. Ja, und das sind die zentralen Fragen. Also, wer hat die Hinrichtung angeordnet? Da wissen wir von Kiebitz, okay, das war der Kreisleiter Schwarz. Wer ging zu der Zelle? Da haben wir auch die Information, das waren eben Kiebitz, Feldmann und Schickert. Dann, wer hat sich dem Befehl widersetzt? Da hat Kiebitz eindeutig zu gesagt, ja, das war Feldmann und er selber haben Skrupel gehabt und Feldmann wollte sich dem Befehl seines Vorgesetzten, nämlich des Kreisleiters, widersetzen. Und Schickert habe dann gedroht, mit der Gestapo gedroht, die dann die Leute irgendwie abführen oder ermitteln würde oder denunziert werden könnten zu der Gestapo, sodass sie unter Druck gesetzt wurden. Und dann hat er selber angeblich Herrn Naumann erschossen. Tja, dazu haben wir jetzt auch noch ein paar neue Fallakten-Infos. Die können wir uns vielleicht gleich mal in Ruhe hier anschauen, was hier neu dazugekommen ist. Ja, das Transkript von der Befragung von Hermann Kiebitz. Notes Insert E1. Ich weiß nicht, was das hier sein soll. Ist das noch ein Platzhalter hier unten? Möglicherweise. Das sind jetzt hier so Zusammenfassungen natürlich. Es ist jetzt kein genaues Transkript oder Protokoll, sondern eher so eine
so eine Zusammenfassung eben. Kreisleiter gab den Befehl zur Hinrichtung. Faltmann und Schwarz traten auf den Flur hinaus, wo ich und Schickert standen. Herr Faltmann befahl Herrn Schickert und mir, mit ihm in die Zelle zu folgen, in der dieser Naumann gefangen gehalten wurde. Herr Faltmann sah das Opfer und weigerte sich, den Befehl auszuführen. Er wollte, dass wir warten. Aber Herr Schickert bestand darauf, dass der Befehl eines ranghöheren Mitglieds befolgt werden müsse. Wenn man jetzt die Charakterisierung von Kiebitz zu Schickert berücksichtigt, passt das ja wiederum, ne? Preußische Tugenden, Befehlshierarchien müssen befolgt werden. Mein lieber Ortsgruppenleiter, du musst das tun, was dir befohlen worden ist. Und dann die Drohung, ihn anzuzeigen. Dann führt aber Schickert selber den Befehl aus, was ja wiederum so ein bisschen gegen dieses By-the-Books-Ding spricht, meines Erachtens nach wie vor. Also, aber gut, das sind jetzt die neuen Informationen, die wir hier haben, dieses Transkript, dieses Protokoll. Und jetzt können wir hier das Ganze mit einer Theorie rekonstruieren, die natürlich alleine auf den Statements von Kiebitz basiert. Und später werden ja weitere Statements hier verfügbar, die ganz andere Theorien möglicherweise möglich machen. So. Theorie bearbeiten. Wir wissen Bescheid. Also, wer hat die Hinrichtung angeordnet? Wir wissen, dass Schwarz und Faltmann in den Gang rausgetreten sind, wo Kiebitz und Schickert schon standen. Und wir wissen, dass Schwarz den Befehl gegeben haben soll. So, dann gehen wir aber mal weiter. Wer hat die Hinrichtung angeordnet? Das war Schwarz hier im Gang. Dann soll Schwarz zurück ins Büro gegangen sein und die anderen drei sind Faltmann in die Zelle zu Neumann gefolgt. Das war die Aussage hier von Kiebitz, befahl Herrn Schickert und mir, ihm in das Abteil zu folgen, also in die Zelle, in der Herr Naumann gefangen gehalten wurde. Dann, wer hat sich dem Befehl widersetzt? Tja, das war angeblich Faltmann. Das wäre hier diese Theorie. Frage Nummer 4, wer drohte mit der Gestapo, falls der Befehl verweigert wurde? Das war Schickert, der damit angeblich gedroht hat. Und zum Schluss hat Schickert angeblich auch den Befehl ausgeführt, weil die anderen es irgendwie nicht konnten oder wollten und hat angeblich geschossen und damit Hans Naumann umgebracht. Das ist die ganze Theorie nach den Aussagen von Kiebitz. The theory is made. I have my files. I think I'm ready for the meeting with Peters. Okay. Und jetzt wird's nämlich nochmal spannend, weil jetzt wird es weniger trivial, liebe Leute. Das werdet ihr gleich sehen. Wir gehen zu Peters und präsentieren ihm unsere Erkenntnisse. Honorable Miss Cutts, would you be ready then? I think so. How are we going to do that? I will act as defense and court, and you will do your part. What do you mean exactly? You are Esther Cutts, the famous prosecutor. No case too hard, no challenge too high. Remember? Ha ha. You present your prosecution, support your conclusions with evidence, and win the case. And I'm trying to stop you from doing just that. Should be a piece of cake. For one of us, at least. Genau, jetzt müssen wir hier auf Abspielen drücken. Das hätten wir eben an dem Board auch schon machen können, um in Live-Action zu sehen, wie unsere Theorie denn dann aussehen würde, wenn sie denn korrekt wäre. Aber das ist jetzt der Verlauf. Wir sehen hier nochmal eine Übersicht über die zentralen Fragen und wer da in Beziehung zu steht. Und hier spielt sich das Ganze ab. His execution was ordered by Herbert Schwarz, the district leader for the city of Munich. As the highest ranking person involved, he bears the main responsibility for Mr. Naumanns death. Mr. Schwarz is unfortunately deceased and as such cannot be tried. This does not, however, absolve his subordinates of their culpability. Objection. According to the witness statement, it was Mr. Schickert who gave the order. Can you support your claims with meaningful evidence? Certainly, Mr. Chairman. If you would take a look at this. Genau, also Beweise, dass Herr Schwarz den Hinrichtungsbefehl erteilt hat. Meistens, also da ist natürlich jetzt ein Unterschied, ob ich irgendwie was indizieren will oder ob es wirklich ein harter Beweis ist. Aber es gibt genug Dokumente des Falles, bei denen man das an mehreren Stellen ablesen kann.
So, hier steht zum Beispiel drin, dass alle Verdächtigen ausgesagt haben, dass das Opfer des Hochverrats schuldig war und daher rechtmäßig hingerichtet wurde. Aber hier steht zum Beispiel nicht drin, dass Schwarz das gemacht hat. Hier werden auch nur die Verdächtigen benannt. Aber wir haben ein Vernehmungsprotokoll von Herbert Schwarz selbst. Und hier steht drin, hier können wir jetzt nämlich Sachen auswählen. Hier steht drin, ich ging zusammen mit Herrn Faltmann hinaus auf den Flur. Das deckt sich mit der Aussage von Kiebitz. Bei Verbrechen dieser Größenordnung gab ich immer den gleichen Befehl, den Befehl zur Hinrichtung. Das ist natürlich schon eine ziemliche direkte Beweislage hier, wenn er das selber noch bevor er gestorben ist, ausgesagt hat in seinem eigenen Vernehmungsprotokoll bei der Polizei, dass er diesen Befehl gegeben hat, dann wissen wir auch, dass das stimmen muss. Clearly states that it was Mr. Schwarz who gave the order. Not bad cuts, but not great either. If that's all the prosecution can come up with, the case is as good as lost. Knowing the right answers is often not enough to win your case. You also need to form the right conclusions. Conclusions the court is willing to follow, because they are plausible. And because you can back them up with evidence. A valid conclusion is always based on several clues. The one clue we are very certain is true is that Schwarz gave the command. So your conclusion should be based on that. Open your case file and give it a go. So, und jetzt wird es ein bisschen nicht trivial. Ich bin also beim ersten Mal tatsächlich gescheitert, die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Und zwar müssen wir das jetzt hier separat nochmal zusammenbringen, indem wir drei zusammenpassende, miteinander kombinierbare Hinweise nehmen, die eine Schlussfolgerung zulassen. Und ich sollte mir die Bezirkshierarchie ansehen, steht hier als Hinweis drin. So. Also, der ehemalige Staatsanwalt erwähnte dies in seinem Einstellungsbericht. Füge dies als ersten Hinweis hinzu. Das finden wir jetzt ja noch einfach raus. Das ist jetzt so ein bisschen vereinfacht für uns. Aha, hier steht drin, am 21. März 1947 vom Staatsanwalt, der das Verfahren eingestellt hat. In dem oben genannten Verfahren haben wir folgende Entscheidung getroffen. Das Verfahren wird gemäß § 170 Absatz 2 der Strafprozessordnung eingestellt. Gründe: Das Opfer Hans Naumann war ein kommunistischer Aufständischer, der in einer Kriegssituation hochverräterische Aktionen durchgeführt hat. Die vom Kreisleiter angeordnete Hinrichtung wurde nach dem zum Zeitpunkt des Verbrechens geltenden Recht vollstreckt. Also, der ehemalige Staatsanwalt P. Baustian bestätigt das hier indirekt, dass der vom Kreisleiter stammt, und das ist ja nun mal Schwarz. Also das hier ist schon mal ziemlich eindeutig. Und jetzt müssen wir den richtigen Absatz auswählen, also nicht einfach das ganze Dokument, sondern hier das, worauf sich das zur Frage bezieht, nämlich die Frage, wer hat das gemacht, die vom Kreisleiter angeordnete Hinrichtung. Kreisleiter ist Schwarz, das passt. Jetzt aber reicht das ja nicht einfach aus, sondern wir müssen weitere Hinweise hinzufügen, die dann am Ende daraus sozusagen aus diesen ganzen Indizien einen Beweis machen. Denn wir haben ja gehört, dass es den direkten dokumentarischen Nachweis des Befehls bislang nicht gibt, dass wir ihn nicht gefunden haben. Also das Dokument, was sagt, Schwarz gab den Befehl zur Hinrichtung von Hans Naumann, das haben wir gar nicht, sondern wir haben dieses Statement vom ehemaligen Staatsanwalt. Wir haben das Statement aus dem Protokoll von Hans Naumann. Ein Protokoll von Schwarz selber. Ja, und dann müssten wir halt gucken, dass wir irgendwie die Bezirkshierarchie mit hinzufügen. Oder irgendwie eine der damit in Zusammenhang stehende Dokumente. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, das habe ich beim ersten Mal nicht richtig gemacht. Und ich weiß nicht warum. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Ne? Also hier jetzt drauf zu kommen, da müssen sozusagen die Gedankengänge aus den Dokumenten durch die Game Designer sozusagen übereingebracht werden mit den Gedankengängen, die die Spielerinnen und Spieler haben. Was natürlich super schwierig vorherzusehen ist. Und
Das ist eine ganz große Kunst. Und die Frage ist natürlich, ja, wenn wir das jetzt wieder nicht schaffen, ist das jetzt ja erstmal nur ein Test bei unserem Kollegen. Aber vor Gericht haben wir nur eine einzige Möglichkeit. Und wenn wir die verkacken, dann haben wir es halt auch verkackt. Und was ist dann die Folge? Das wird halt spannend sein. Da bin ich sehr gespannt drauf. Aber versuchen wir es erstmal hier mal genau abzuchecken. Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall im Vernehmungsprotokoll hier auf jeden Fall ein direkter Clou, ein Hinweis, dass er das selber angeordnet hat. Denn er gibt ja selber hier diese Einordnung: bei Verbrechen dieser Größenordnung gab ich immer den gleichen Befehl, den Befehl zur Hinrichtung. Das ist natürlich keine direkte Bestätigung leider, sondern eher so eine indirekte ex-negative Bestätigung. Das war hier genauso. Also habe ich wohl den Befehl gegeben. Aber so richtig festnageln kann man ihn mit der Vernehmung eigentlich schon wieder nicht. Aber das ist auf jeden Fall ein weiterer wichtiger Hinweis. So, und jetzt brauchen wir als letzten Clou meiner Meinung nach noch irgendwie eine Bestätigung, dass er als Kreisleiter tatsächlich auch die Autorität hatte, diesen Befehl zu geben. Also, dass das quasi seine Aufgabe auch gewesen sei. Und das müssen wir jetzt sozusagen nochmal über den... Ja, jetzt ist die Frage, was nehmen wir als Dokument? Benennen wir ihn hier sozusagen als District Leader und das legen wir hier vor? Oder gehen wir indirekt hier über das Foto der Verdächtigen? Weil hier steht ja leider die Funktion nicht drin in diesem Dokument, Mitgliederliste. Das kann ich zum Beispiel als... Ah doch, das kann ich auch irgendwie. Aber ich kann ihn hier selber gar nicht auswählen, lustigerweise. Ja. Also das würde ja hier, was für einen Sinn würde das machen, das hier auszuwählen? Eigentlich müssten wir ihn hier auswählen, denn das ist der Kreisleiter, das ist schwarz, der ist aber hier gar nicht markiert. Also kann das ja nicht der richtige Hinweis dafür sein, dass er die Hinrichtung angeordnet hat. Und aus diesem Dokument hier geht ja auch nur hervor, dass er bereits verstorben ist und dass er einer der Mitglieder gewesen ist. Aber es geht ja nicht hervor, dass er der Kreisleiter gewesen ist. Das wäre mit diesem Dokument meiner Meinung nach ableitbar. Ich meine aber, ich habe das beim letzten Mal so dann eingefügt und es wäre falsch gewesen, weil, ja, weiß ich nicht, Baum. Also müssen wir möglicherweise vielleicht nochmal das Transkript nehmen von den beiden Aussagen. Da haben wir natürlich den Kreisleiter hier im Vernehmungsprotokoll von Ludmilla gar nicht auftauchend. Ne, sondern nur das Abzeichen mit zwei goldenen Streifen, das ist der Ortsgruppenleiter, das ist Faltmann. Der hat aber nicht den Befehl zur Hinrichtung gegeben. Also müssen wir mal gucken, was hier drin steht über diese Vernehmung von Kiebitz. Und hier stand Aussage, der Kreisleiter gab den Befehl zur Hinrichtung. Das sind jetzt drei verschiedene Aussagen, die in der Kombination alle dasselbe sagen, nämlich Kreisleiter Schwarz hat den Befehl gegeben, ne? Hier, Kreisleiter, angeordnete Hinrichtung, wurde vollstreckt. Ich ging zusammen mit Faltmann auf den Flur, gab immer den gleichen Befehl. Befehl zur Hinrichtung stammt von Schwarz selber und dann die Zeugenaussage von Hermann Kiebitz. Und das würden wir jetzt kombinieren. Ich glaube, so ist es korrekt diesmal. Hoffentlich. This makes sense. Tatsache. Es gibt keine Unstimmigkeiten darüber, wer die Hinrichtung angeordnet hat. Kreisleiter Herbert Schwarz gab den Befehl, Herrn Naumann zu erschießen. Man muss also wirklich sehr genau sich die Frage anschauen und sich nicht irgendwie ablenken lassen. Und es gibt Dokumente, die belegen irgendwie etwas, aber nicht genau das, was wir als Frage beantworten wollen. Und so muss man, glaube ich, an diese Sachen rangehen. Schlussfolgerung wird hinzugefügt. I think I got it. Shoot. We have several consistent statements that Schwarz gave the order to shoot. There are no discrepancies in the testimonies. It says so in the files, and Mr. Schwarz stated it himself in 1947. Therefore, I conclude, the order to shoot Hans Naumann came from District Leader Herbert Schwarz. Congratulations. Well done, Katz. If you argued just as coherently in court, this might go better than I expected. However, it was not particularly difficult. And it will probably not be that easy again.
Still, well done. Thank you, Peters. Enough practice. Your case is waiting. Keep up the good work. What now? You should ask Paula to invite the next witness. There is still a lot we don't know. Next stop, Paula. Peters? Katz? Ja. Immerhin, da haben wir schon so eine Art kleine Ranführung an dieses abschließende Gerichtsverfahren bekommen, wie das dann läuft, was wir dort machen müssen. Ah, wir können ja übrigens auch in den Verhörraum rein. Das wusste ich auch noch nicht. Hier läuft auch immer noch die Aufzeichnemaschine, die hier die Zeugenaussagen aufnimmt. Ja. Eventuell hat man hier noch parallel jemanden sitzen, der dann irgendwie stenografisch mitschreibt. Zur doppelten Sicherheit, falls die Aufnahme irgendwie kaputt geht oder so. Oder irgendwie fehlerhaft ist. Kann ich mich auch wieder hinsetzen, aber jetzt ist ja keiner da. Tja, hier kann man nur auf ein anderes Gebäude draufschauen. Okay, so. Paula. Miss Katz, how can I help you? I need you to invite a potential witness. Of course. Who should I reach out to? Genau, und wir wollen auf jeden Fall die alternative Version von Karl Schicker zuerst hören. Das haben wir auch in der ersten Demo-Version so gemacht. Und dann am Schluss kam dann so ein Outro, wo Alfred Faltmann aufgetreten ist, wenn ihr euch erinnert. Please invite Mr. Schickert next. We'll reach out immediately. Oh, and there was a letter for you. I left it on your desk. Alles klar. Aufgabe. Lies den Brief, den Paula erwähnt hat. Ein Brief auf dem Tisch. Gucken wir uns den mal an. Okay. Also die Originaldokumente hier, das ist noch auf Englisch. Ich nehme mal an, das wird noch auf Deutsch dann verfügbar gemacht. Aber es gibt auf jeden Fall ein Transkript hier. Jüdisches Schwein, wir wissen, wo du wohnst und was du tust. Wir beobachten dich. Tag und Nacht sehen wir dich. Das deutsche Volk hat wegen Ungeziefer wie dir schon genug durchgemacht. Du hättest mit dem Rest deiner Art verbrannt werden sollen. Doch statt zu verschwinden und dich in der Gosse zu verstecken, wo du hingehörst, hast du uns wieder einmal angegriffen. Also hört uns, ihr werdet brennen. Wir werden zu Ende bringen, was wir begonnen haben. Angefangen mit verräterischem Abschaum wie dir. Ja, also ein direkter Drohbrief. Und ein Telefon. This is Esther Katz. Hello? Whatever Kibitz told you, don't believe it. It's all a lie. Back then, everyone was an ardent Nazi. Now they all claim to have resisted, doubted, hesitated, to have said no. Trouble is, somebody must have said yes. But who tells the truth? Ja, liebe Leute, und damit endet jetzt die Demo. Ihr seht also auch die Zeugenbefragung von Schickert und dieses Outro von Faltmann ist ebenfalls jetzt aus der Demo rausgeschnitten worden. Und ich muss sagen, ich finde das einen guten Schritt, denn wir haben jetzt einen Einblick bekommen, der aber wirklich kurz und knapp war, aber trotzdem Lust auf mehr gemacht hat. Wir haben schon Einblick bekommen, dass es jetzt mit diesen Gerichtsverhandlungen nochmal einen zusätzlichen Schwierigkeitsgrad gibt, diese ganzen Theorien schlüssig zu präsentieren, die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen, dass das durchaus kompliziert werden kann, dass sich die einzelnen Aussagen nicht miteinander decken, dass es da Widersprüche oder Auslassungen gibt, dass wir nebenher noch rein recherchieren müssen in bestimmte Themen. Und ich muss sagen, mir gefällt das sehr, sehr gut. Ich bin auf diesen Fall und auf die anderen Fälle, die das Spiel uns dann nachher präsentiert, sehr, sehr gespannt. Und ja, kann noch mal darauf hinweisen, was hier auch links steht, wenn euch das auch gefällt, dann guckt auf der Kickstarter-Seite vorbei, lasst ein Follow da und schaut, ob ihr das nicht auch unterstützen möchtet oder unterstützen könnt. Denn dieses Projekt von Paint Bucket Games, dieses neue Spiel The Darkest Files, das ist ein ganz wichtiges Spiel im Kontext
moderne Erinnerungskultur, auch an die Nazi-Zeit und auch an die Erinnerung an die Zeit der frühen Bundesrepublik, wo eben diese Verfolgung solcher Fälle die absolute Ausnahme war. Und die Aufarbeitung dieser Fälle, das ist ja dieses Zitat von Fritz Bauer, was wir am Anfang gehört haben, die Vergangenheit ist quasi nie abgeschlossen, die beschäftigt uns heute und noch in der Zukunft. Das Ganze ist eigentlich nie abgeschlossen. Und dementsprechend ist das ein ganz toller Beitrag als Spiel, wie ich finde, um ja Aufmerksamkeit dafür zu schaffen und auch einen Einblick zu bekommen, ja, sowohl in diese frühen Jahre der Bundesrepublik als auch in die Arbeit dieser Staatsanwaltschaftsteams rund um Fritz Bauer, um die Aufarbeitung der Nazi-Verbrechen und natürlich auch Einblicke in die Nazi-Verbrechen selbst, die ja eben häufig unter den Teppich gekehrt wurden. Und das ist, denke ich mal, gerade in der heutigen Zeit immer noch aktuell, wenn nicht sogar schon wieder aktueller wie je zuvor, durch ja, den allmählichen, kann man ja schon sagen, Wiederaufstieg rechter Ideologien und auch Parteien eigentlich in ganz Europa. Und könnte man sogar argumentieren, auf der ganzen Welt derzeit. Und wie man damit umgeht und wie man dem begegnet, da kann man, glaube ich, auch aus solchen Spielen einiges draus ziehen und einfach darlegen, was dort für Verbrechen begangen wurden. Und dass wir da ganz offen und grundehrlich mit umgehen und sie eben nicht weiterhin irgendwie unter dem Teppich verschwinden lassen, zumal jetzt ja auch einige Jahrzehnte vergangen sind, in denen die Forschung, die historische Forschung zum Beispiel ganz viel zutage gefördert hat und viele Leute auch bereiter sind, mit diesen Dingen sich zu beschäftigen, weil natürlich auch diese Familienverbindungen nicht mehr so stark, nicht mehr so direkt sind wie noch vor 40, 50 oder 60 Jahren, oder vor 70 Jahren, als die Leute selber alle noch am Leben waren oder na, zumindest ein Teil davon noch am Leben war, Angehörige von Opfergruppen, die Leute aus der Nazi-Herrschaft selbst und so weiter. Und all das ist inzwischen nicht mehr in dieser Form der Fall. Und ich glaube, auch das macht es uns ein bisschen einfacher, uns mit diesen Themen zu beschäftigen und hoffentlich, so wie im Spiel, richtige Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, dass so etwas nie wieder passieren kann. Ja, und mit diesem kleinen Moralstatement verabschiede ich mich dann auch. Wünsche euch noch ein frohes restliches Osterfest. Ich nehme das hier jetzt am Ostersonntag auf, weil ich gerade ja sowohl mich von meiner Bronchitis erholt habe, als auch ein bisschen Zeit übrig hatte, mir mal endlich diese Demo genauer anzuschauen. Ich habe mir gedacht, das nehme ich gleich mal auf. Sind jetzt fast anderthalb Stunden geworden, aber für die gesamte Demo schon wesentlich kompakter als beim ersten Mal und schon ein bisschen verbessert in einigen Stellen und Bereichen, zugänglicher gemacht, nicht nur was die Sprache angeht, sondern auch die ganzen Hinweise, die Tutorials. Also da haben sie wirklich viel, viel getan, um das Spiel noch ein bisschen zugänglicher zu machen. Und ich muss sagen, so wie das jetzt aussieht, hat sich das gut weiterentwickelt. Ich bin sehr gespannt auf die finale Version. Ja, das soll es aber auch gewesen sein. Mit meinem Kommentar warten wir mal, wenn das Spiel erscheint, dann werde ich das definitiv auf dem Kanal Let's Playen. Denn diese Fälle, die sind unglaublich spannend. Ich glaube, da stimmt ihr mit zu. Also, bis bald, liebe Leute. Macht's gut und bis demnächst. Euer Tastenhauer sagt ciao, ciao.